Hey guys, euer Endsmash wieder hier am Drücker mit einem, ja, ihr seht sie wieder, die Blue Wall of Unboxing. Es ist wieder mal Zeit für ein kleines Unboxing-Video. Heute ist der 26. Januar 2018 und was heute rauskommt, das ist nichts anderes als Pokémon Kristall Edition für den 3DS, die Download-Version in der Box-Version. Die Download-Version in der Box-Version. Oh yeah. Ja, endlich ist sie draußen. Die dritte Version der zweiten Generation mit Suicune, was eine große Hauptrolle in dem Spiel hat. Habe dieses Spiel früher nie gespielt, aber jetzt kann ich das nachholen mit der 3DS-Neuauflage. Und bevor wir das Ding unboxen, ich weiß, da gibt es nichts groß anzuboxen, aber trotzdem, gucken wir uns die Verpackung an. Hier schön diesen, ja, ich sag jetzt einfach mal kristallischen Violett. Ich weiß, ganz coole Beschreibung. Von dem Hintergrund hier und das schimmert und glitzert wie sonst was. Wunderschön. Und Suicune hier in dieser eleganten Pose. Suicune generell ein sehr, sehr schönes Pokémon. Sieht man auch hier, ja, Download-Code. Keine Karte enthalten. Ja. So wie bei den anderen Box-Versionen zu Gold und Silber. Einfach toll. Und USK ab 0. Ja, also diesmal dürfen auch wieder die Kleineren mit diesem Spiel, was ich hier unboxe, auch spielen. Das ist doch wunderbar. Nintendo Seal of Quality Virtual Console. Oh ja, was steht da? Das nächste Abenteuer nach Pokémon Golden Edition und Pokémon Silberne Edition. Also da unten. Sehr, sehr schön. So, was haben wir hier auf der Seite? Ein Endivie. Wunderbar. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Was haben wir hier? Wieder ein bisschen Wall of Text. Ja, da steht wieder, ja, dass man hier im E-Shop da, dass ich das runterladen kann, wie man drauf Zugriff hat und so weiter und so fort. So, und hier hinten haben wir wieder ein bisschen Holy Macaroni, das spiegelt aber heftig. Hallo, juhu. Lalalalalala. Ich mache wieder nur Blödsinn. Hier sieht man wieder ein paar Ausschnitte aus dem Spiel. Ich weiß gerade nicht, ist das der Radioturm oder ist das ein Duellturm? Gab es in Pokémon Gold, Silber, Kristall schon einen Duellturm? Weiß ich jetzt nicht. Könnt ihr mir ja vielleicht sagen, weil wie gesagt, ich habe die zweite Generation nie gespielt. Zumindest die Originale, die Remakes ja. Dann haben wir hier einen Pokémon-Kampf mit einem Incognito, einem E-Incognito genauer gesagt. Und hier noch ein weiterer Kampf zwischen einem Kanimani, wenn ich richtig sehe, und einem Raupi. Wunderschön. So, was steht denn da schönes? Spiele diesen wegweisenden Nachfolger von Pokémon Golden Edition und Pokémon Silberne Edition. Reise zurück in die Johto-Region und entdecke die epische Geschichte des legendären Pokémon Suicune. Fange Pokémon, trainiere sie und kämpfe mit ihnen auf deinem Weg, der stärkste Pokémon-Trainer zu werden. Oh yeah. So, was haben wir da noch? Eine kleine Aufzählung. Löse das Rätsel um Incognito. Gab es bei diesem Incognito überhaupt schon irgendwelche Rätsel? Ich meine, sie sind als Symbol Pokémon da, gelten als mysteriös, aber wirklich was bringen tun die auch nicht. Triff im Duell... Ah, okay, da ist schon meine Antwort. Triff im Duellturm die Trainer-Elite der Johto-Region. Also ist das hier doch der Duellturm, so wie das aussieht. Erlebe die Geschichte von Oisin auf der Suche nach einem Trio legendärer Pokémon, ja. Da ist die Rede von Suicune, Entei und Raikou, den drei legendären Raubkatzen, nicht Hunden, es Raubkatzen. Suicune ist ein Gepard, Entei ist ein Löwe und Raikou ist ein Tiger. Das sind keine Hunde. Sorry. Sorry, dass ich eure Kindheit gerade zerstöre. Dann haben wir hier noch kompatibel mit Pokémon Bank. Ja, genauso wie mit Pokémon Gold und Silber könnt ihr eure gefangenen Pokémon hier auch auf die neueren Editionen Sonne, Mond, Ultrasonne und Ultramond übertragen. Herrlich. So, was haben wir hier noch? Wichtig. Lies die elektronische Bedienungsanleitung. Macht das sowieso keiner. Ja. Wunderbar. So, dann würde ich mal sagen, wir packen das schöne Ding jetzt einmal ganz vorsichtig aus. So richtig vorsichtig. Denn das ist alles Sammlerkram. Und ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt am besten unboxe. Ohne dass es verknickt, weil das ist Pappe. Kleinen Moment, ich muss das hier jetzt gerade mal aus dem Bild nehmen. Ich muss das ganz nah an mich holen, damit ich das auch richtig schön vorsichtig machen kann.
Ey Leute, glaubt ihr es? Ich trau mich gerade nicht, das Ding hier aufzumachen. Das ist jetzt doof. Ich mache hier ein Unboxing und trau mich nicht, das aufzumachen, was ich unboxen will. Geh auf! Okay, okay. Ich hab's gleich. Leute, ihr seid hoffentlich noch bei mir. Oh Gott. Geh doch auf! Dämliches Stück Pappe. Oh, Gott sei Dank, endlich. Mann. Pappe. Wieso muss Pappe so empfindlich sein? Oh, Nintendo Labo, das steht schon mal an einem guten Stern. Hä? Oh mein Gott. So, Download-Code, wo bist du? Komm her. So. Ist sonst noch irgendwas drin? Nö, sieht nicht so aus. Oh mein Gott. So, ich stelle das jetzt einfach mal hier da so hin, so schön in den Hintergrund. Alter, also dieses Unboxing ist ein Krampf. So, und hier haben wir den Download-Code. Lösen des Download-Codes. Ja, das lese ich jetzt einfach mal für euch vor. Diesen Code kann über unsere Website unter blablablub nintendo.com blablabla eingelöst werden. Weiterhin bestehen blablabla Spielsystem blablablub. Ah. Wähle im Home-Menü dieses Symbol, also für den eShop, die orangene Tasche, zum Öffnen des Nintendo eShop. Zweitens, wähle oben links auf dem Touchscreen-Menü aus. Drittens, wähle Download-Code einlösen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm. Wichtig, dieses Produkt ist durch technische Schutzmaßnahmen kopiergeschützt. Der Code kann nur einmal, auf einem System eingelöst werden. Ja, also einmal pro System, oder? Nein, egal. Kann nur für ein System eingelöst werden, so. So, und da sehen wir auch schön hier in Endivir den Trainer mit dem Namen Gold, Professor Lind und ein Pichu-Ei, so wie das aussieht. Ich würde mal sagen, das ist ein Pichu-Ei. So, und dann haben wir hier, ja, Pokémon Schnapsideale Kristall-Edition. Und hier könnt ihr dann den Download-Code freirubbeln. Was ich jetzt natürlich nicht machen werde, denn ich möchte dieses Spiel ja für mein System haben. Herrlich. Im Grunde war es das jetzt eigentlich schon mit diesem ersten Teil dieses Unboxing-Videos. Ja, es wird noch einen zweiten Teil geben, der jetzt im selben Video natürlich noch kommen wird, weil das hier jetzt ein bisschen kurz wäre, nur mit dieser Kristall-Edition. Und wundert euch nicht, den zweiten Teil habe ich dann, werde ich wahrscheinlich in einer anderen Tageszeit aufnehmen, weil das halt einen komplett anderen Tag ist. Aber ihr werdet alles in einem Video sehen. So, und jetzt habe ich hier noch schön Pokémon Gold, Pokémon Silber noch mit dazu geholt. Und jetzt haben wir hier noch Pokémon Kristall. Ist das nicht geil? Ist das nicht wunderbar? Einfach episch. So, und weil ich ja ein Sammler bin, möchte ich euch jetzt einfach mal noch sagen, möchte ich ja, dass dieses edle Stück Pappe auch geschützt ist. Ich habe mir nämlich im Internet Schutzhüllen bestellt und diese beiden Spiele, Pokémon Goldene Edition und Silberne Edition, die sind schon in so einer Schutzhülle. Das könnt ihr jetzt nicht ganz so gut sehen, einfach weil das, klar, durchsichtige Schutzhüllen sind. Aber wenn ihr Sammler seid, dann würde ich euch empfehlen, kauft euch solche Schutzhüllen, damit vor allem sowas aus Pappe, dass das geschützt bleibt. Das ist im Laufe der Zeit wird da bestimmt irgendwie mal was drankommen, also von daher würde ich euch raten, schützt diese Sammlerstücke. Ich kann ja vielleicht mal ganz schnell auf meinem Bürostuhl mal zur Seite rollen. Und so eine Folie holen. So, gut.
Ups. So. Das ist so eine Folie. Die muss man noch ein bisschen zusammenfalten. Aber ja, darin habe ich hier die silberne Edition und die goldene Edition schon verpackt. Dann werde ich, nachdem ich den Download-Code eingelöst habe, auch die Kristall-Edition in diese Schutzhülle mit reinpacken. Ich packe euch in die Videobeschreibung gerne einen Link zu einem Online-Shop, wo ihr euch diese Hüllen auch bestellen könnt. Da kriegt ihr alles Mögliche an Hüllen. Da kriegt ihr für hier Gameboy-Advance-Verpackungen bekommt ihr Schutzhüllen. Ihr bekommt sogar Schutzhüllen für N64-Cartridges, für Super Nintendo-Cartridge, für NES-Cartridge. Und auch für die Verpackung der jeweiligen Generation, also N64-Verpackungshüllen und Super Nintendo-Verpackungshüllen. Also ihr kriegt so einiges, kriegt ihr dafür. Also wenn ihr Sammler seid, würde ich euch empfehlen, da einfach mal vorbeizuschauen. So, und ja, der zweite Teil kommt jetzt, bevor das Video hier noch ewig in die Länge gehen wird. Wir sind schon bei über 10 Minuten. Ja, ich mache einen kurzen Schnitt und bis gleich. So, und damit kommen wir zum zweiten Teil dieses Unboxing-Videos. Ich habe es schon vor längerer Zeit mehr oder weniger angekündigt. Und ja, jetzt habe ich es hier. Bam! Den Z-Kraftring. Ich habe es euch gesagt, dass ich mir dieses schöne Ding holen werde und dass ich es für euch unboxen werde. Und hier ist es. Und spiegelt wieder wie Sau. Ja, mit einer kleinen Mimikma-Figur. Das ist so toll. Nicht wieder Pikachu, so wie es beim Z-Ring war für Sonne und Mond. Nein, es ist ein Mimikma. Ich mag Mimikma. Ist ein tolles Pokémon. So, und wie immer ist dieser Z-Ring auch mit eurem 3DS, beziehungsweise 2DS, beziehungsweise New 3DS, beziehungsweise New 3DS XL, beziehungsweise New 2DS XL. Habe ich ein 3DS vergessen? Keine Ahnung. Jedenfalls mit allen Konsolen der 3DS-Familie ist dieser Ring kompatibel mit Pokémon Ultrasonne und Ultramond. Ob es jetzt mit Sonne und Mond kompatibel ist, keine Ahnung. Ich glaube es eher nicht, weil sonst würde das bestimmt hier mit draufstehen. Vor allem, weil ja auch diese neuen Z-Kristallen mit dabei sind. Oh ja. Jo. Hier haben wir nochmal sämtliche Sprachen und hier haben wir nochmal eine schöne Abbildung, wie das Ganze hier funktioniert. Und dass man diese neuen Z-Kristallen auch drehen kann um 90 Grad. Ja, und hier haben wir noch ein paar verschiedene Z-Kristalle. Und wie dieser Typ hier so richtig süchtig mit dem Z-Kraftring Pokémon Ultrasonne Ultramond zockt. Ist das nicht cool? So, aber genug von der Verpackung. Wir wollen das Ding jetzt unboxen. Und mit meinem treuen Cuttermesser aus meiner Ausbildungszeit werde ich dieses Ding jetzt öffnen. So. Ich weiß noch, dass ich beim Unboxen des ersten Z-Rings so ein paar Problemchen hatte, dieses Produkt aus der Verpackung zu bekommen. Ich hoffe, das ist hier jetzt auch nicht der Fall. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Ein paar Instructions, so wie das aussieht. Da schaue ich jetzt nicht rein. Learning by doing, was haben wir hier noch? Ein bisschen Werbekram. Natürlich Pokémon-Figuren. Sammelt sie alle, Leute. Ihr wisst es ja. Gotta catch them all. Das gilt auch für die Figuren. Ja, ganz nett. So, jetzt aber zu dem Z-Kraftring. Und das wird wieder hoffentlich nicht so laut. Yeah. So, den Z-Kristall noch. Wunderbar. Und Mimikma. Ah, super. Alles rausbekommen. Ist noch so ein Plastikteil mit drauf. Stopp. Weg damit. So. Mimikma und den einen Z-Kristall lege ich jetzt mal beiseite und ja, das ist der. Der Z-Kraftring. Ich muss auch sagen, er sieht wesentlich cooler aus als der erste Z-Ring. Allein vom Design her und dass er eben schwarz ist.
Richtig cool. Und genau wie der erste Z-Ring macht dieser natürlich auch Geräusche. Ist das nicht geil, Leute? Ist das nicht geil, mit so einem Ding dann Pokémon Ultra Sonne, Ultra Mond zu zocken? Ich bin ein Spielkind, Leute. Ich bin immer noch ein Spielkind und ich werde auch immer ein Spielkind bleiben. So, dann gucken wir mal. Man konnte das ja auch irgendwie drehen? Ah, okay. Zack. Boom. Jetzt können wir Necrozma in seine Ultra-Form transformieren zu Ultra-Necrozma. Ist das auch der Z-Kristall von Necrozma? Dieser Necrozmanium Z oder wie der heißt? Ich weiß es gerade nicht. Guck mal, ob ich den rausbekomme. Na, komm raus. Komm schon. So. So, und so sehen diese neuen Z-Kristalle aus. Mit diesen extra Kanten hier an der Ecke. Ziemlich cool. So, und hier haben wir noch den zweiten Z-Kristall. Die sehen wirklich nice aus, muss man schon sagen. Auch wenn es nur ein Stück Plastik mit ein bisschen Technologie drin ist. So, ich setze mal die Kamera ein bisschen runter, dann seht ihr auch ein bisschen mehr davon. So, und hier haben wir die süße kleine Mimikma-Figur. Wie gesagt, ich bin echt froh, dass es nicht wieder Pikachu ist. Diese kleine Figur werde ich auch in meinen kleinen Setzkasten reinstellen zu den anderen Pokémon-Figuren. Sehr, sehr süß. So, machen wir jetzt einfach mal den Z-Kristall hier mal so rein. Wenn ich es richtig mache. Vielleicht doch andersrum. Yeah. Alles klar. So, und jetzt wollen wir das Ding natürlich auch mal anlegen. So. Hierzu dient uns wieder dieses Band, damit uns das nicht vom Handgelenk rutscht. So, Leute, yeah. Jetzt bin ich bereit für jeden Pokémon-Kampf. Oh yeah. Sieht nice aus. Sieht wirklich nice aus und wie das glänzt. Es glänzt richtig cool. Es ist in Schwarz. Das Design allgemein sieht wesentlich cooler aus. Richtig nice. Ich hole jetzt mal noch schnell den anderen Z-Ring. Dann haben wir hier mal so einen kleinen Vergleich und dann machen wir auch gleich weiter. Ja. Also, bis gleich. So, und hier habe ich nochmal beide Z-Ringe, einmal den Z-Ring und einmal den Z-Kraftring und die sämtlichen Z-Kristalle, die ich habe, einfach mal hier aufgebaut. Und jetzt wollen wir doch mal so, ja, einen kleinen Vergleich machen. Mich würde auch mal interessieren, welchen Z-Ring ihr schöner findet, den aus Sonne und Mond oder den aus Ultrasonne und Ultramond, wie schon gesagt, den aus Ultrasonne, Ultramond, den finde ich wesentlich cooler. Und alle Z-Kristalle, die bis jetzt erschienen sind, auch für den ersten Z-Ring hier, den könnt ihr auch auf diesen Z-Kraftring draufpacken. Auf jeden Fall ziemlich cool. So, und ich würde mal sagen, wir machen das einfach mal. Wir schauen einfach mal, ob wir auch wirklich diese Z-Kristalle da draufpacken können. Ich hoffe nur, ich mache es richtig. Tatsächlich, ja. So, packen wir mal noch den hier da drauf. Na, habe ich es falsch rum? Nein, stimmt alles. So, dann mache ich den hier mal noch raus und dann machen wir mal auch darauf noch einen anderen Z-Kristall. Und es ist ja auch wieder so, je nachdem, was für ein Z-Kristall ihr drauf macht, desto andere
Geräusche und Farben macht dann der Z-Ring. Ist der drauf? Er scheint drauf zu sein. Okay. Yo. Richtig cool. Also ich bin wirklich zufrieden mit diesem Produkt. Es sieht cool aus. Hat Style. Und man kann damit Ultrasonne Ultramond zocken. So, ich stelle jetzt nochmal alles zusammen von diesem Unboxing-Video und dann kommen meine üblichen Abschlussworte und ja, bis gleich. So, und hier habt ihr nochmal alles beisammen. Hier Pokémon Kristalledition mit den beiden vorherigen Editionen Silber und Gold und den Z-Kraftring zusammen mit dem, ja, einfachen Z-Ring. Habt ihr mal alles so schön, alles auf einem Bild. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Unboxing-Video gefallen. Und wie immer würde ich mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid, weil ihr werdet ja nicht im Video vorkommen. Und ja, denkt dran, immer schön zocken. Ciao.